Herzlich willkommen bei Chrissys Talk zum Thema Licht. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Im Normalfall kommt das Licht von oben. Deswegen sieht Licht, das von unten gesetzt wird, spannend aus. Oder es kommt etwas seitlich. Oder es kommt wie bei Gangsterfilmen gerne mal von oben. Nehmen wir doch mal die Mütze weg. Das ist eine Postofficer-Mütze von Neuseeland, die ich in der Transsibirischen bekommen habe. Harter Schatten. Und deswegen stehen heutzutage die YouTuber alle auf ein weiches Licht, was von vorne kommt. Erstmal Licht einschalten. Und ich hatte das letzte Mal gesagt, es gab einen Konflikt. Die Situation war folgende. Am Tage des Workshops hat mich der Sozialpädagoge zur Seite genommen und gesagt, gestern gab es einen schweren Angriff von dem einen Jungen auf das Mädchen. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn nicht jemand gerade von uns dazugekommen wäre. Stand ich da und denke, ja, und frage ihn, und was bedeutet das jetzt? Und er meinte, wir machen erstmal ganz wie angekündigt, du machst deinen Workshop, weiter nichts. Zum Thema Licht zurück. Wozu brauchen wir das ganze Wissen vom Licht? Um mit dem Handy schöne, bessere Aufnahmen machen zu können. Oder aber, wenn ihr in Workshop seid mit Jugendlichen, Erwachsenen, Kindern, um auch mal ein bisschen entspannenderes Lichtgestaltung zu machen. Und das Ziel ist, mit Licht und Schatten natürlich, einen dreidimensionalen Körper, so wie wir, die Puppe, Gegenstände, in eine zweidimensionale Fläche und das eben, mit tiefen Wirkungen abzubilden. Aber um Stimmungen zu erzeugen, kann es auch mal wichtig sein, mit richtig harten Schatten zu arbeiten, die Hintergründe viel im Dunkeln lassen. Nicht umsonst schauen wir so gerne Filme, Serien und sowas an. Wenn ihr euch mal ein bisschen schlau machen wollt, wie man mit Licht arbeiten kann, würde ich euch die alten Maler, vor allem die holländischen, Van Gogh und so weiter, empfehlen, die alle unheimlich mit Licht gearbeitet haben. Hier zum Beispiel so eine Bauernstube, wo das Licht eben von oben kommt und wo kommt Schatten, wo nicht, Fenster draußen ist schon dunkel und. Also ganz fantastische Geschichten. Da würde ich euch wirklich mal empfehlen, in einem Museum und nur ganz wenige Bilder anzuschauen. Was ich jetzt hier habe, ist also dieses klassische Licht. Von der Seite kommt die Führung. Hier eine Aufhellung, die etwas geringer ist und dafür von hinten seitlich oben eben die Kante, spitze Kante auf der Schulter, um sich vom Hintergrund auch etwas abzusetzen. Aber was hat das Ganze mit dem Handy zu tun? Grob müsst ihr wissen, es gibt zwei Lichtarten, Tageslicht und es gibt Kunstlicht. Und innerhalb diesen beiden Bereichen gibt es ganz viele. Es ist ein Unterschied, ob ich volle knalle Sonne habe, ob ich Bewölkung habe, wechselndes, ob ich Nebel habe. Alles hat eine andere Tageslichtqualität. Genauso ist im Kunstlichtbereich die klassische Glühbirne, die es nicht mehr gibt. Das war so der Klassiker. Oder die neueren LED-Lampen, Neonröhren, ganz gefährlich. Die können auch mal ganz giftig Grünstich haben. Wofür braucht man das beim Handy? Wenn ihr Sonnenuntergänge fotografieren wollt, müsst ihr ein bisschen wissen, wie misst das Handy das Licht? Gut, es gibt jetzt inzwischen sehr, sehr viele diffizile Einstellungen, da nimmt quasi das Handy das Denken ab. Aber wenn ihr in einem Workshop seid und mit Jugendlichen arbeitet, finde ich es immer ganz wichtig auch,
bis hin zu wissen, was mache ich eigentlich mit dem ganzen Zeug und nicht nur einen Filter drauf zu hauen. Dann könnt ihr bei der Foto-App einfach beim Android oder hier bei meinem ist es so, durch Vision komme ich in eine Pro-Einstellung rein und da kann ich jetzt die Empfindlichkeit einstellen, ich kann die Blende einstellen und kann mir so genau diesen Eindruck, den ich haben will, den ich sehe mit den Augen, eben dort dann manuell einstellen. Im Normalfall das Handy einfach so ein klassisches Bildmix bemisst. Oben Himmel, dann viel Hintergrund und Boden, die Person. Und deswegen auch die Einstellung, wenn ihr auf Porträt geht, macht er zum Beispiel vorne, belichtet er auf das Gesicht vorne korrekt, legt dort auch die Schärfe hin und was im Hintergrund ist, wenn dann Himmel überstrahlt, interessiert nicht. Umgekehrt, wenn du Landschaft eingibst, dann geht er auf den Hintergrund verstärkt und nimmt die Personen oder die Gegenstände vorne, nimmt er nicht so wichtig. Und das sind Dinge, die man eben dann weiß und wenn ich ganz manuell umstelle, kann ich mit Blende und Zeit mir das eben so einstellen, dass es das Bild ziemlich nahe kommt, das ich mit dem Auge sehe. Dazu müsst ihr wissen, dass unser Auge eine Fähigkeit hat, was jede Linse, jede Optik eben nicht kann, dass wir also von dunkel bis hell unheimlich breites Spektrum haben. Wir können noch, das könnt ihr gerne mal austesten, wenn Dämmerlicht ist, seht ihr immer noch Zeichnung. Obwohl dann im Himmel, wenn es hell ist, ihr auch noch Zeichnung seht. Bei so einer Kameralinse müsstet ihr euch entscheiden, will ich auf den hellen oder auf den dunklen Punkt gehen. Oder aber, und das ist das HDR-Foto, was man auch mit dem Handy einstellen kann, dann nimmt er drei Bilder auf, das nennt sich High Dynamic Range. Er nimmt drei Bilder auf, dunkel, hell und mittleres Licht und die legt er übereinander und macht dann daraus quasi die Mischung. Ich glaube, das langt erstmal. Und das Ganze ist immer wichtig, um gestalten zu können, um das, was man im Kopf hat, auch zu realisieren, umzusetzen. Wie löst man einen Konflikt? Klassiker natürlich, der Junge und das Mädchen haben sich für die Übung bereit erklärt. Er hat den Regisseur gespielt, sie die Schauspielerin. Und dann fing ich, als sie was anders machte, wie er gesagt hatte, fing er wieder an zu beben. Und dann habe ich gesagt, stopp, langsam, Leute. Okay, habe gesagt, gut. Ein Regisseur, die Aufgabe erklärt, der hat letztlich die Entscheidung, der macht auch Vorschläge, aber ein Schauspieler, Schauspielerin gibt natürlich ganz klar von sich aus auch Anregungen, die probiert was aus, die zeigt etwas, die interpretiert etwas und geht über das Bloße, was der Regisseur sagt, natürlich weit hinaus. Nur die Aufgabe des Regisseurs ist, so weit offen zu sein, dass er entscheiden muss, ist es sogar besser, was mir die Schauspielerin anbietet, als meine Idee? Und diese Freiheit brauche er, um dann das Beste für den Film zu kriegen. Und so arbeiten die beiden zusammen. Und dieses sich zurücknehmen auf eine Rolle, wie geht man damit um, damit konnte der Sozialpädagoge arbeiten. Und das ist immer wieder eine ganz praktische Geschichte, die ihr machen könnt. Welche Rolle hat man, was bedeutet die Rolle und wie geht man auch damit um? Und genau so ist es auch mit dem Licht. Wie gehe ich mit den Lichtverhältnissen um ein spannendes Licht zu bauen? Das war's erstmal für heute. Danke.